Heute hat der allmächtige Gott eine besondere Botschaft für dich. Bald werden sie faszinierende Träume erhalten, die sie in Erstaunen versetzen werden. Du wirst überrascht sein, etwas zu entdecken, das du dir nie vorstellen konntest. Gott will dir etwas sehr Wichtiges mitteilen. Es ist an der Zeit, Abstand zu halten und einer bestimmten Person nicht zu erlauben, wieder in ihr Leben zu treten. Bald wird der Name dieser Person zur rechten Zeit enthüllt werden. Ihr erhaltet eine Botschaft durch das Portal des Bewusstseins. Abonnieren Sie unseren Kanal, um das Portal offen zu halten und weiter anzuziehen. Diese Person ist ein lebendes Beispiel für den berühmten Satz: Falsche Menschen sind wie Seifenblasen, die platzen, wenn die Sonne hell scheint. Diese Person war wie ein Chamäleon, das immer wieder die Farbe wechselt und dies nutzt, um Fallen gegen euch zu stellen. Ich weiß, dass es schmerzhaft sein kann, dies zu hören, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Gott ist auf Ihrer Seite und will Ihr Herz und Ihr Leben vor Schaden und Enttäuschung bewahren. Vertrauen Sie auf seine Führung und folgen Sie der Stimme seiner Liebe. Es ist an der Zeit, sich von deinen Fesseln zu befreien. Erlauben Sie sich, den Frieden und das Glück zu finden, das Sie verdienen. Gott hat wunderbare Pläne für Ihre Zukunft und wird jedes Hindernis aus dem Weg räumen, das Sie davon abhält, Ihr volles Potenzial zu erreichen. Haben Sie Mut. Vertrauen Sie auf Gott und wissen Sie, dass er einen hellen Weg für Sie bahnt. Seine Liebe ist bedingungslos und sein Schutz ist unfehlbar. Bald werden Sie die Klarheit und Befreiung finden, die Sie sich so sehr wünschen. Halten Sie an der Hoffnung fest und erinnern Sie sich an die außergewöhnlichen Dinge, die auf Sie warten. Die Person, der Sie so sehr vertraut haben, war wie ein Mitglied Ihrer eigenen Familie, die immer in Ihrem Leben und Ihrem Zuhause präsent war. Sie haben ihr immer die Türen Ihres Herzens geöffnet und ihr ihre tiefsten Gefühle mitgeteilt. Doch leider hat sie dieses Vertrauen missbraucht. Diese Person, die Ihnen sehr nahe stand, hat im Verborgenen Dinge gegen Sie ausgeheckt. Es ist schwer zu glauben, dass jemand, mit dem Sie so viele besondere Momente geteilt haben, zu einem solchen Verrat fähig sein könnte. Obwohl sie zu Ihrem Familienkreis gehört, hat sie versucht, Ihnen auf subtile und kalkulierte Weise zu schaden. Wie oft haben Sie die Versuche dieser Person, Ihren Ruf zu schädigen und Ihre Familienbeziehungen zu untergraben, nicht bemerkt? Sie haben versucht, Zwietracht zu sehen, Lügen zu verbreiten und Spaltungen unter denen zu verursachen, die Sie lieben. Aber so gerissen sie auch war, all diese Bemühungen waren vergeblich. Sie sind nicht allein auf diesem Weg. Die Wahrheit findet immer ihren Weg, und das wahre Gesicht dieser Person wird zu gegebener Zeit enthüllt werden. Bleiben Sie standhaft und vertrauen Sie darauf, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Es ist ganz natürlich, dass Sie sich verletzt und betrogen fühlen, aber lassen Sie nicht zu, dass diese negative Erfahrung Sie bestimmt, wer Sie sind. Sie sind eine wunderbare Person, die der Welt viel Liebe und Freundlichkeit zu bieten hat. Lassen Sie nicht zu, dass dieser Verrat Ihr inneres Licht verdunkelt. Finden Sie Trost bei den Menschen, denen Sie wirklich etwas bedeuten und die in guten und in schlechten Zeiten zu Ihnen stehen. Gemeinsam werden Sie jedes Hindernis überwinden und ein solides Fundament aus Liebe und Vertrauen aufbauen. Denken Sie daran, dass das Leben eine Lernreise ist und dass diese schmerzhafte Erfahrung eine Gelegenheit ist, zu wachsen und stärker zu werden. Lassen Sie sich von dieser Person nicht unterkriegen, sondern erheben Sie sich mit noch mehr Entschlossenheit. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie jede Herausforderung meistern können. Sie haben es verdient, von echten und wahren Menschen umgeben zu sein, die Ihre Authentizität schätzen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Enttäuschung die Schönheit und Liebe, die Sie umgibt, überschattet. Glauben Sie weiterhin an die Kraft der Liebe und Ihre Fähigkeit zu heilen. Du bist stärker als du denkst, und du wirst dich bald aus den Fängen dieses Verrats befreien. Sie werden echten Frieden und Glück finden. Sie sind einer strahlenden Zukunft würdig, die mit echten Menschen und authentischen Beziehungen gefüllt ist.
Lassen Sie nicht zu, dass diese Person Ihnen die Hoffnung raubt. Gehen Sie mit Mut und Entschlossenheit weiter, denn Ihre Geschichte hat noch viele erstaunliche Kapitel zu schreiben. Diese Person versucht, Ihnen das Glück zu rauben, das Sie mit Ihrer Familie teilen. Sie verzehren sich vor Neid auf Ihren Lebensstil und darauf, wie Sie es schaffen, alle um sich herum zu vereinen, indem Sie sich beliebt machen. Obwohl Sie nie auf die unehrlichen und grausamen Dinge geachtet haben, die sie tut, haben Sie ihr vertrauensvoll Ihr Herz geöffnet und ihr Ihre Probleme mitgeteilt. Sie hat diese Informationen jedoch gegen Sie verwendet und Sie in noch schwierigere Situationen gebracht. Sie versucht, Konflikte zu schaffen, sogar mit Ihrer eigenen Familie, aber es gelingt ihr nie. Sie sind ein liebevoller Mensch, für den die Familie an erster Stelle steht, und wenn Sie etwas verletzt, sind Sie bereit, Grenzen zu überschreiten und alles zu tun, was nötig ist. Deine Seele ist großzügig und du glaubst an Gott. Du findest immer einen positiven Zweck in allem, was geschieht. Dein Glaube und dein Vertrauen in die göttliche Macht werden zu deinem Schutzschild gegen alle Sorgen und Schwierigkeiten. Gott hat ihre herzlichen Gebete erhört, und ihre Worte wurden von dem mächtigen Schöpfer angenommen. Von nun an können sie alle ihre Sorgen hinter sich lassen, denn Gott wird sie auf jedem Weg ihres Lebens begleiten. Er wird ihnen helfen, jede Herausforderung zu meistern, die sich ihnen in den Weg stellt. Trösten Sie sich mit der Tatsache, dass der Allmächtige wunderbare Pläne für Sie und Ihre geliebte Familie bereithält. Sie werden bald eine besondere Botschaft erhalten, die Ihnen genaue Anweisungen und den perfekten Zeitpunkt für Ihren weiteren Weg gibt. Vertrauen Sie ganz auf die göttliche Liebe und den göttlichen Schutz. Eure immense Leidenschaft und Hingabe, eure Fürsorge und Liebe haben die Herzen jedes Einzelnen in eurer Familie auf einzigartige Weise berührt. Sie werden bald herausfinden, wer die wahren Menschen um sie herum sind. Aber wie auch immer die Situation aussehen mag, seien Sie sich bewusst, dass Sie nie allein sein werden, denn Sie werden die Kraft Gottes an Ihrer Seite haben. Er wird Sie ständig begleiten, Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und Ihnen die Richtung weisen, in die Sie gehen sollten, egal wie schwierig der Weg auch sein mag. Denken Sie daran, dass die göttliche Liebe und der göttliche Schutz immer da sein werden und Sie in eine warme Umarmung einhüllen. Machen Sie sich bereit, in dieser besonderen Zeit, die sich vor Ihrer Haustür abspielt, unbeschreibliches Glück, überraschende Gelegenheiten und eine Reihe von Ereignissen zu erleben, die Ihre Zukunft prägen werden. Zwischen Ihnen und Ihren Lieben wird sich ein tieferes Band bilden, das jedem Mitglied Ihrer Familie Liebe und Fürsorge schenkt. Von nun an wird Ihre Familie Ihre größte Unterstützung in Ihrem Streben nach Spitzenleistungen sein. Sie werden mit wertvollen Gelegenheiten und der Unterstützung gesegnet sein, die Sie brauchen, um mit göttlicher Gnade voranzukommen. Der Finanzfluss wird sich vervielfachen, und Ihre wirtschaftliche Situation wird sich stabilisieren, da eine neue Einkommensquelle auf Sie zukommt. Der Segen finanzieller Stabilität wird Sie begleiten, und das Wesentliche in Ihrem Leben wird Ihnen nie fehlen. Öffnen Sie Ihr Herz für diesen Segen und bereiten Sie sich darauf vor, in einer neuen Realität voller Wohlstand zu leben. Sie werden in bester körperlicher Verfassung sein, geistig gestärkt und bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen, die auf Sie zukommt. Ihr Selbstvertrauen wird groß sein, und Sie werden sich bei jedem Schritt der Reise dem Ziel widmen, die beste Version Ihrer selbst zu werden. Gott wird an Ihrer Seite sein, Sie führen, Ihnen helfen und Sie in jeder Situation beschützen. Haben Sie Vertrauen in die göttliche Kraft, denn sie wird Ihnen die Türen zu Weisheit, Liebe, Wohlstand, Vertrauen und Glück öffnen. Fülle, Mut, Möglichkeiten und Frieden werden Ihnen zur Verfügung stehen, Sie werden ermächtigt und können Ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Machen Sie sich bereit, diese erstaunlichen Segnungen zu empfangen. Erklären Sie jetzt und schreiben Sie auf: Ich bin bereit, all die Segnungen anzunehmen, die für mich bestimmt sind. Öffnen Sie Ihr Herz und machen Sie sich bereit für eine wahre und außergewöhnliche Transformation. Seien Sie sich sicher, dass Sie sich nicht schämen werden, alles wird gut werden.
Ich lasse die, die ich liebe, nicht im Stich. Niemand wird dir ins Gesicht lachen oder dich verspotten können. Ich werde es nicht zulassen. Diejenigen, die gegen dich kämpfen, erheben sich gegen mich. Mach dir keine Sorgen, dein Leben ist nicht in Gefahr, aber sei besonnen und antworte deinen Feinden nicht so, wie sie es erwarten. Mit ihrer List versuchen sie, dich zu provozieren und dich zu Fall zu bringen. Wenn sie dich bedrohen, wenn sie dich anschreien, wenn sie sich mit anderen zusammenschließen, um dir zu schaden. Komm und knie vor mir nieder. Dein Gebet des Glaubens kann so viel bewirken. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, konsultiere mich. Wenn ihr Angst um eure Zukunft habt, denkt daran, dass ich euer Schicksal und das eurer Familie in meinen Händen halte. Ich werde mich immer um sie kümmern, und niemand kann ihnen etwas anhaben. Arbeite hart und sei tapfer. Wenn du in die Enge getrieben wirst, lass dich nicht von der Angst, die du fühlst, überzeugen. Lass dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen. Viele Gefühle lügen dich an, und das habe ich dir schon oft gesagt. Du bist sehr wertvoll für mich. Erinnere dich in den schwierigsten Momenten deines Kampfes immer daran. Für mich bist du sehr wichtig, wertvoller als Millionen von Diamanten. Es gibt nichts in der materiellen Welt, das sich mit dem Wert vergleichen ließe, den du für mich hast. Glaube und akzeptiere dich als das, was du bist, mein geliebtes Kind, erlöst, gereinigt, in meinem Blut gewaschen, verwandelt. Und obwohl der Feind zurückgekehrt ist, um dich mit feurigen Pfeilen aus der Vergangenheit anzugreifen, sind alle deine Fehler und Sünden nicht mehr. Ich erinnere mich nicht an sie, und niemand hat das Recht, zu kommen und dich anzuklagen, wer auch immer es ist. Selbst wenn sie ihnen vertraut haben und sie respektieren, hat niemand auf dieser Welt das Vorrecht, sie für etwas anzuklagen, das ich bereits vergeben habe. Nehmen Sie mich beim Wort, knien Sie sich hin und bleiben Sie in Ihrem Glauben. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich weiß, dass du allein bist, aber ich weiß auch, dass du mich liebst und mir vertraust. Es gibt keine unmögliche Situation, kein Hindernis, das du nicht überwinden kannst, wenn du mir vertraust. Nichts und niemand kann dich davon abhalten, meinen Willen, meine Gebote, meine Pläne und Vorschriften zu erfüllen. Es gibt nichts, was dich davon abhalten könnte, deine Träume zu verwirklichen. Alles, was ich für dich geplant habe, wird sich erfüllen. Der Feind wird immer versuchen, dich zu ängstigen und zu schwächen, aber wenn du dich seinen Angriffen widersetzt, werde ich dich stärker machen, voller Tatkraft und Mut. Du wirst mutig sein, wie du es immer gewesen bist. Am Ende der Prüfung wirst du siegreich hervorgehen. Wenn du vor Prüfungen stehst, denke daran, dass der Feind alles versuchen wird, um dich vergessen zu lassen, dass ich dich liebe, aber nichts, was du tust, wird ausreichen. Halte deinen Geist klar und ehrlich. Alles, was euch auf eurem Weg begegnet, wird euch zum Guten gereichen. Mit meiner Hilfe, mit meiner Macht, werde ich dich zum Erfolg führen und dich auf eine höhere Ebene heben, an den Ort meiner Gegenwart, wo alles Gute und Schöne möglich ist. Eure Gesundheit wird sich verbessern, Türen werden sich öffnen, eure Probleme werden gelöst werden und alles wird besser werden. Aber ihr müsst an mich glauben und mir erlauben, die Dinge auf meine Weise und nach meinem Willen zu tun. Ich will eure Gebete. Lies meine Verheißungen noch einmal genau durch, und wenn du niederkniest, sage mir inbrünstig, dass du von ganzem Herzen glaubst, dass alles, was ich dir sage, rede, schreibe und verspreche, Wort für Wort in Erfüllung gehen wird. Deine Krise wird vorübergehen, meine Versprechen werden sich erfüllen. Himmel und Erde werden verschwinden, aber mein Wort ist ewig. Meine Pläne sind zu eurem Besten, und die Dinge, die ich euch gebe, sind für euer Wohlergehen, in eurem Geist, in eurer Seele, in eurer Gesundheit, in den Angelegenheiten eures Hauses. Mit deinen eigenen Augen wirst du meinen Segen leuchten sehen, leuchtend in der Mitte deines Hauses. Du und deine Familie werden mich erkennen und mir danken. Lobt mich, bietet mich an mit eurer ganzen Seele. Es ist an der Zeit, dass du das tust,
denn du bist mein Kind, mit einem tapferen Herzen, mit dem Geist eines Kriegers, mit einer Kraft aus Stahl und einem Antrieb aus Feuer. Du hast alles, was du brauchst, um alles zu besiegen, was sich dir entgegenstellt. Sieh dir die Probleme, die dich beunruhigen, genau an. Sie werden nicht verschwinden, wenn sie ihnen ausweichen. Du musst dich ihnen stellen, weil du stark bist. Dein Kampf geht um Leben und Tod. Stehen Sie auf. Wenn ihr feige und schwach im Herzen wärt, würde ich nicht zu euch sprechen. Und wenn ihr meine Worte in eurem Herzen hört, wisst ihr, dass ich alles bestätige, was ich euch zuvor gesagt habe. Ich habe es viele Male wiederholt, und ich werde es auch weiterhin tun. Nichts und niemand kann euch besiegen. Der Feind wird täglich seine List anwenden, um euch zu verwehren und euch glauben zu machen, dass ich euch im Stich gelassen habe, wenn die Dinge nicht gut laufen. Im Gegenteil, ich bin am Morgen bei euch und bleibe auch in der Nacht an eurer Seite. Ich begleite euch in eurem Glück und in eurer Traurigkeit, in euren Momenten des Lobes und in euren scheinbaren Niederlagen. In diesen Momenten umarme ich dich am festesten und versuche dir zu zeigen, dass ich dich mehr liebe, als du dir vorstellen kannst. Ich spreche mit dir und suche nach dir. Deshalb bin ich hier und versuche, dich dazu zu bringen, immer zu glauben, nicht zu zweifeln, keine Angst zu haben und nicht verwirrt zu sein. Wenn du siehst, dass diese Welt dich schlecht behandelt und dir ständig Kummer bereitet, erinnere dich, denke nach, beruhige dich. Glaubt an diese Welt, die ich besiegt und euch mächtige Waffen gegeben habe. Meine Liebe, eure Hoffnung, ruht immer in meiner Liebe. Ihr Glaube erfüllt ihre Seele und ihren Geist mit Hoffnung. Benutze deinen Glauben als Schild, um dich vor den Angriffen des Feindes zu schützen. Der Tag wird kommen, an dem ihr viele eurer Leiden hinter euch lasst und mit Freude seht, wie ihr so viele Situationen überwunden und so viele Segnungen erhalten habt, von denen ihr glaubtet, sie seien verloren. Ihr werdet das Ausmaß meiner Gnade erkennen, die Unermesslichkeit meiner Barmherzigkeit und wie sehr ich euch unendlich liebe, trotz all eurer Fehler. Ich werde mich erheben, um euch zu ermutigen, euch neu zu beleben und euch so zu segnen, dass ihr nie wieder an der Realität dieser Liebe, die ich für euch habe, zweifeln werdet. Schaut jetzt mit einem lebendigen Glauben nach vorne, übersteht sicher die Stürme der Lüge, die auf euch zukommen können. Schaut nicht zur Seite, lasst euch nicht ablenken, füllt euren Geist nicht mit unwichtigen Dingen, die keinen Wert für eure Zukunft haben. Konzentriert euch darauf, mich zu suchen, glaubt beharrlich an mich. Lernt aus meinem Wort, kümmert euch um eure Familie, damit meine Gegenwart in eurem Haus und in eurem Leben Priorität hat. Bald wirst du einen großen Segen empfangen, glaube daran, dass es so sein wird. Amen, geliebter himmlischer Vater der ewigen Barmherzigkeit und unendlichen Güte. Wenn ich erwache, spüre ich Freude in meinem Herzen und Dankbarkeit für einen neuen Tag des Lebens, für deine Liebe und Vergebung. Es berührt mich zutiefst zu wissen, dass du deinen Blick auf dieses demütige Kind geworfen hast, dass du meine Familie geliebt und beschützt hast. Ich vertraue auf dich und lege diesen Tag in deine Hände. Ich glaube und bekräftige, dass du einen schönen Plan für mich hast. Ich weiß, dass ich nicht den Mut verlieren darf, dass ich weiter kämpfen und ausharren muss, im Vertrauen auf dein perfektes Timing. Ich bekenne, lieber Gott, dass ich manchmal sofortige Antworten und Lösungen für meine Ängste, Sorgen und Verzweiflung will, was mich manchmal dazu bringt, aufzugeben und in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Ich bin ein Mensch, du verstehst mich. Aber es ist tröstlich und stärkend zu sehen, wie du mich sogar inmitten meiner Kämpfe unterstützt. Wenn du mich nicht straucheln lässt, lehrt mich dein Wort, dass ich auf dich hoffen muss. Es ist meine Pflicht, mich zu bemühen und mutig zu sein, damit meine Geduld wächst und mein Geist von deinem Frieden erfüllt ist. Mein Herz wartet auf dich, mein Gott, und ich werde weiter warten, dankend und vertrauensvoll, Tag und Nacht, bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, in guten und in schlechten Zeiten.
Mein Gott, ich bin dein, ich gehöre dir. Niemand kann mir diesen Glauben und dieses Vertrauen nehmen. Du weißt, mein Herr, dass es Zeiten gibt, in denen mich Angst, Schmerz und Sorgen überwältigen und ich mich sehr fürchte. Es ist wahr, dass ich schwach war, ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich gebe zu, manchmal mache ich mir Sorgen um meine Zukunft, manchmal quält mich meine Vergangenheit. Aber ich bete, Vater, dass du meine Zukunft in deine Hände nimmst und mir hilfst, die Dinge aus meiner Vergangenheit zu vergessen, die mich verletzt haben. Führe mich mit deiner Hand auf den richtigen Weg, wo du mich hinführen willst, wo es keinen Schmerz und kein Weinen mehr gibt. Heute bin ich vollkommen überzeugt, mein Herr, dass dein Timing perfekt ist. Ich weiß, dass dein Segen in Hülle und Fülle auf mein Leben fallen wird und dass ich dich weiterhin mit meinem ganzen Wesen lieben und anbeten werde. Amen. Schreiben Sie Amen, wenn Sie glauben und dies heute bekräftigen wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, um die Verbindung mit Gottes Wort zu stärken. Möge Gott Sie reichlich segnen und wir sehen uns im nächsten Video.